Heute ist der 20. Juli 2016. In der Nacht hat es einen fürchterlichen Blitzschlag und Donner gegeben. Und jetzt stehen wir hier im Regen und warten aufs Frühstück. Ja, dann nochmal ein schöner Blick auf die Stadtmauer. Hier unten. Nochmal links schön die Burg. Und dann müssen wir jetzt nochmal durch die beiden Tunnels und dann über den Fjord. Etwas eng. In den die irische See ist nicht der Atlantik, sondern die irische See entsteht. Wir sind jetzt in Chester. Als Kastell für die Legio 20 Valeria Victrix lag Chester sicher in einer Schleife des Dee, die als Hafen- und Verteidigungsanlage gegen die einheimischen Kelten genutzt wurde. Die gut erhaltenen römischen Stadtmauern sind ungefähr 2000 Jahre alt. Chester war zur Zeit der Römer die wichtigste Stadt in England und ein bedeutender Markt- und Warenumschlagsplatz. Der Käse der Region stellt bis heute einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Wir besuchen einen alten römischen Garten. Reste der römischen Stadtmauern sind noch gut erhalten. Hier stehen wir vor den Resten des römischen Amphitheaters, das zur Hälfte überbaut wurde. Die Queen Victoria Glock. Eine wunderschöne Tür. Wir sind jetzt an der Kathedrale von Chester. Die Kathedrale von Chester ist sehenswert. Wir sind jetzt in die Kathedrale hineingegangen. Links St. Thomas von Canterbury und rechts King Henry II. St. Leonhard. Im Innenhof des Kreuzganges der Kathedrale.
Das Einkaufsviertel Roos in der Altstadt zeichnet sich durch zweistöckige, überdachte Arkaden und Fachwerkhäuser im Tudor-Stil aus. Nächstes Ziel unserer Reise ist Liverpool. Wir sind in Liverpool angekommen. Der historische Teil der Hafenstadt wurde im Jahr 2004 zum Weltkulturerbe erklärt. Ein Feuerschiff im Hafen. Und jetzt gehen wir ins Mearside Maritim Museum. Der deutsche U-Boot-Kommandant, der die Lusitania versenkte. In einem Hochraum. Deutsche U-Boot-Kommandanten Gunter Brien, Skapa Flo, Otto Kretschmer. Joachim Schepke. U99, ein deutsches U-Boot vom Typ 7B. Was Sie hier sehen, ist ein 7 Meter langer britischer Torpedo. Der Antrieb. Der großen Frachtschiffe. Nach dem Museumsbesuch stärken wir uns mit Fisch und Chips. Die Weißsternlinie war eine der berühmtesten Schiffslinien auf der ganzen Welt. Sie wurde gegründet in Liverpool 1869. Wir kommen jetzt zur Abteilung mit der Titanic. Überreste geborgen von der Titanic. Es gibt hier noch die Passagierlisten zum Bewundern. Schöne Aussicht vom Museum. Dieses Bild zeigt sehr deutlich die Größenverhältnisse der Louisiana zu den Menschen. Es gibt darüber einen unglaublich spannenden Film. Männer stehen auf der Schiffsschraube.
Das sind die Docks von Liverpool, alte Warenhäuser und Lagerhäuser natürlich auch. Wir setzen unseren Spaziergang fort. Hier die Silhouette von Liverpool. In diesem Museum waren wir vorhin drin. Im Liverpool Museum. Eine alte Dampflok aus dem Jahr 1859. Edward der Siebte. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Liverpool. Der Blackpool Tower ist ein Wahrzeichen von Blackpool.